So, jetzt geht's über den Main, ne? Ist das der Main? Muss ja. Was soll es denn sonst sein? Steinheimer Brücke. Offenbacher Main. Das heißt also, ich bin hier im Speckgürtel von Frankfurt. Jetzt musste ich hier auch noch die Akkus wechseln. Von den beiden Ghost, die sich hier aber immerhin zur gleichen Zeit zusammen abgemeldet haben. Naja, dann sind wenigstens beide Originalakkus jetzt gleich im Arsch. Naja, wobei, andererseits, ne? Wir haben jetzt 12.37 Uhr, das heißt, um 9:30 sind wir losgefahren, ja, die haben jetzt 3 Stunden gemacht, die Akkus, aber die haben nicht 3 Stunden durchgängig gefilmt, sondern nur Standby. Also das ist so ein bisschen, die versprochenen 3,5 Stunden, die angeblich so eine Drift Ghost durchhalten soll, das bezieht sich tatsächlich nur auf einen nagelneuen Akku. Und bereits nach 2-3 Monaten reduziert sich das auf 3 Stunden und mittlerweile sind wir nur noch bei 2,5 Stunden. So richtig doll sind die also nicht, die Akkus. Das muss ich wirklich mal sagen. Klar, du kannst mit einer Ghost zwar immer noch wesentlich länger auf... Oh Gott, deswegen, ey, das ist vor lauter Quatschen hier die Einfahrt verpasst. Du kannst zwar mit einer Ghost immer noch wesentlich länger filmen als zum Beispiel mit der GoPro und mit diesen ganzen GoPro-Klons und so weiter. Aber von den versprochenen 3,5 Stunden ist man nach einem halben Jahr Einsatz schon meilenweit entfernt. Das erreicht der Akku nicht mehr. Also, das heißt, immer Ersatzakku gleich mit anschaffen. Ich habe jetzt diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Paternone oder Pantone oder wie auch immer, also diese die Navi-Ansagen, die bringen wir jedes Mal aus dem Konzept hier. Jedes Mal, wenn du was sagen willst, dann kommt hier Yannick mit seiner Scheißansage. Ist ja gut, ich sehe es doch auf dem Pfeil, wo ich fahren muss. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ausreichende Anzahl von Ersatzakkus und Ladegerät für 2 Akkus gleichzeitig ist also Pflicht, wenn du auf Reisen gehst und die Ghosts mit dabei hast. Eben nicht bösen Überraschungen ausgeliefert zu sein. Ja, jetzt hatte ich die Ersatzakkus letzte Woche irgendwann vollgeladen und seitdem liegen sie rum. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die jetzt durchhalten heute.
Nicht, dass ich wieder so ein Dilemma erlebe wie gestern, wo ich dann, als es in die schönen Strecken ging, festgestellt habe, dass die Kameras leer sind, also die Akkus, und ich eigentlich die Highlights des gestrigen Tages gar nicht mehr gefilmt habe. Heute ist es zum Glück andersrum, weil nach aller Voraussicht habe ich die schönsten Strecken der heutigen Etappe schon hinter mir. Das war heute Morgen. Naja, das ist nicht richtig. Klick! Und das kann ich euch jetzt glücklicherweise präsentieren. Jetzt sind wir so im Speckgürtel von Frankfurt. Es geht jetzt weiter südlich, so wie gesagt, immer noch weiter, so grobe Richtung Bruchsal, Pforzheim. Und ich glaube, landschaftlich ist das jetzt so eher so Mittel, ne, was uns jetzt erwartet. Wir sollten also tatsächlich die Akkus, die Füße durchstrecken im Laufe der nächsten Stunden, dann kann man das durchaus verschmerzen. Die interessantesten Streckenabschnitte der heutigen Etappe habe ich ja im Kasten. Na gut, aber trotzdem werde ich den Akku ein bisschen weiter schonen. Schalte jetzt erstmal ab und dann sehen wir uns später. Ja, ja. Schön warm haben wir es heute wieder. 32 Grad. Leck mich am Arsch. 160 nur und wir kriegen keine Summe mehr. Tja, in der Zwischenzeit sind mir gefühlt 25 Motorräder entgegengekommen mit Leuten drauf, die angezogen waren wie am Strand, inklusive der Sozia, die hinten drauf geklebt war wie so ein Fremdkörper, natürlich auch halbnackt. Und da kann ich nur sagen, Leute, Leute, das ist bei diesen Temperaturen zwar nachvollziehbar, aber das Risiko, das ihr damit eingeht, mit kurzer Hose, Badeschlappen und T-Shirt, ist eigentlich unverantwortlich. Nicht nur euch selbst gegenüber, sondern auch der Allgemeinheit gegenüber. Durch den wesentlich höheren zu erwartenden Schaden, den ihr davon tragen werdet. Aber ich weiß, der soll doch reden. Ausgerechnet jetzt. Jetzt zieht mal wieder die Kiste auf. Ich glaube, hier war das, wo wir abbiegen müssen. Wir biegen einfach mal hier ab. Na gut, das sind wir ja nun schon gewohnt. Anhalten, Navi neu starten. Kacke, ey. Kacke, kacke, kacke. Blöde Scheiße, ey.